Dann looten wir zum dritten Mal hier alles. Ist das nicht schön? Wenn wir wenigstens mal was mehr finden würden. Ich kann das nicht abbauen, ne? Aber okay, nehmen wir das mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja. Zum dritten Mal nehmen wir hier alles mit. Ich will hier meinen coolen Revolver mitnehmen. Ja, genau den würde ich gerne mitnehmen. Ich meine, wer baut sich denn so eine Ruine? Da kann man mal ein bisschen was in die Hand nehmen. Oder sich was Schönes hier draus basteln. Ist ja ganz schlimm. Ich kann das nicht abnehmen. Müssen wir nicht das nehmen? Das da abbasteln? Ja, also haben wir jetzt irgendwas eingebüßt. Sehr gut. Da wird Anna irgendwo rumpimmeln. Hätte ich mal auf die Dialoge gehört, hätte ich nicht die halbe Werbung erkunden müssen. Valentin ist ja ganz schön am Eskalieren. Ich will hier irgendwie nicht sein. Ja, ist ja gut jetzt. Geh weg. Ich habe kein Medipack mehr. Ein geiles Leben gerade. Würde sogar ganz gerne eins herstellen. Wenn das zu uns kommt, haben wir verloren. Medipacks sind überbewertet. Steck uns mal im Gebüsch. Mal bitte eins herstellen, mal bitte eins herstellen, bitte eins herstellen. Rausgehen und fix einnehmen. Sieht gut aus. Ich habe das Gefühl, wir müssen wirklich dahin. Ja, nicht unbedingt. Kann auch sein, dass wir da hinten hin müssen. Um wie numm geht's mir auf den Pimmel. Und was geht mir nicht auf den Pimmel? Der Anna. Ja, aber guck mal, da haben wir doch schon neue Freunde gefunden. Damit hat sich's eigentlich schon direkt gelohnt. Sag mal doch mal glatt mal Hallo. Und dann kommen wir wieder und hast. Was hat so lange gedauert? Naja. Anna war nicht da, aber alle anderen. Die sind jetzt alle tot. Buhu. Wo? Ich gehe auch mal in Deckung. Das ist ein Durchgang. Zack. War ich das? Wie, es könnte noch mehr da sein. Ihr habt nicht mal eingeholt. Ich bin alleine. Da hinten hat noch einer geschossen. Wo bist du denn? Ich sollte vielleicht befreien. Das war's dann mit ihm? Wenn wir schon mal da sind, können wir wenigstens richtig Randale machen, ne? Da, du Schweinehund. Was beleidigt hier mich denn die ganze Zeit? Wo lädst du denn noch? Da ist einer. Der andere. Da auch. Na, piekt jemand von euch? Ich glaube nicht, dass ich da durchschießen kann.
Verschießen. Sehr schön. Hör auf, dich zu bewegen. Hervorragend. Die Waffe gefällt mir. Steckt sich hier noch einer? Aber erst auf mich schießen. Nichts gibt's. Nein, ich hätte gerne meine Waffe wieder. Ja, du hast bitte gesagt. Da können wir mal drüber reden. Aber ich muss hier erst nochmal meine Freunde ein bisschen näher kennen. Alter. Hier klingt's ganz schön schweinisch. Ach so, das ist das. Ich dachte schon hier, ne? Ist ein kleines Freudenhaus der Perversen. Ich befreie mal. Auf dich hätte ich fast geschossen, mein Freund. Hi. Danke sehr. Vielen Dank. Diese Teufel haben mich auf dem Weg zum Haus des Fisches erwischt. Ich hatte eine Bußübung von Vater Silantius bekommen und den halben... Eine Sünde. ...mich erwischten. Ich sehe, du bist einer dieser Ketzer, aber ich erzähle es dir trotzdem. Hier auf der Insel gibt es ein Lager. Da steht ein Gerät. Der Rest deines Lebens, es endet in 3, 2, 1. War das jetzt nicht so gut? Er hat mich Ketzer genannt als Verteidigung. Den muss man einfach mal ein bisschen Manieren beibringen. Man kann nicht immer beleidigen und dann einfach am Leben gelassen werden. Das geht nicht. Und das mussten sie mal lernen. So, danke. Hast du deine Waffe hingeplumpst hier hin. So. Aber er hat uns wenigstens was verraten. Das war super lieb von ihm, aber bringt ihm jetzt auch nichts mehr. So, gibt's hier noch ein bisschen Loot? Was ist denn hier so drin? Ein Schlafzimmer. Ein neuer Griff ist schon mal hervorragend. Was zum Looten. Kann ich leider nicht lesen. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht sehen wir ja was Cooles. Dann hast du jetzt. Hi, mein Name ist Jeff. Warum? Es gibt doch ohne Grund eine Leiter. Kann ich jetzt Gitarre spielen? Ich bin jetzt ein Rockstar. Und so beginnt meine Karriere als Musiker. Wir können auch ein Stück nach oben. Achso, wenn wir darüber kommen, wollen wir überhaupt darüber? Nee, wir wollen aber auf die Insel. Glaubt ihr, ich treffe den? Oh, die haben Schiss. Sehr gut, dann kommen wir nach unten. Wollte mich nur schon mal ankündigen. Wäre ja unhöflich, dies nicht zu tun. So. Nehmen die auch die Leiter, sonst fällt er wieder und dann. Bin tot. Aber jeder, der uns Ketzer nennt, der wird auch erschossen. Weil das ist einfach nicht höflich. Finde ich zumindest. Hier geht's längs. Weil ich so schön bin, so schlau bin. Wo ist denn hier ein Boot? Oder muss ich darüber und da drüben das Boot benutzen? Natürlich haben wir hier kein Boot. So ein Quatsch. Darf ich jetzt wieder hochklettern?
was so toll war. So, jetzt gucke ich. Ist da drüben ein Boot? Das weiß ich nicht. Aber ich wollte hier sowieso weg. Und wir können auch schlafen, dass wieder Tag wird. Ich habe euch Mama hingelegt. Das könnt ihr alles essen. Alles euers. Müsst nicht teilen. So. Mal fix rein. Könnten wir hier schlafen? Kann auch sein, dass die nachts teilweise nicht so aktiv sind. Aber wer will denn das schon? Wer will denn hier nachts rumchillen? Ich nicht. Dip. Gehen wir jetzt einfach mal rüber. Fuck yeah! Woo. Mussten aber eigentlich dahin. Frage ist, wollen wir hier überhaupt her? Das Mutant. Der ist ja mal cool gestorben. Ganz locker flockig, 2 von 2. Gibt aber scheinbar mehr. Der Typ ist auch überall, das ist der Valentin. Es wird jetzt gerade dunkel, ist natürlich ideal zur Mutantenjagd. Ist hier wohl mehr? Na hallo? Fand ihr da nicht so geil, ne? Bist du jetzt ruhig? Das ist hier irgendwie Big Baba. Alter, der war sogar lila. Ich hätte dich fast Shrek genannt. Habt ihr hier irgendwas Schönes bewacht? Nee? Schade. Hätte ich mich sehr drüber gefreut. Ist halt die Frage für mich. Kommen wir so auf die Insel oder? Ja. Den müssen wir eigentlich auch mal fertig machen. Das ist ein Typ. Zumindest auf der Insel, wo wir hin sollen. Perfekt. Oh, bist schon tot. Na, wir müssen wahrscheinlich erstmal Benzin sammeln, aber ich wollte sowieso erstmal gucken, was hier so auf der Insel abgeht, bevor ich hier irgendwas mache. Mein hat mich ja schon mal nett angekündigt, dass ich jetzt da bin. Hallo. Wollen wir die draußen zuerst erledigen? Könnten dann schon mal da rüber gehen. Da eine Kassette nehmen oder und. So, können wir auch mitnehmen. Komm, jetzt machen wir, warte mal, bis hell wird. Weil bei Nacht mit Mutanten möchte ich nicht agieren. Schade, dass wir jetzt Valentin nicht sehen. Schade. Kann man Valentin eigentlich umbringen? Da drüben war ein Paarungsverhalten von so einer Schabe. Wir schlafen erstmal im fremden Revier, ohne es eigentlich gecheckt zu haben. Es hätte einer vor uns stehen müssen, guten Morgen, Kolbenschlag und zack, tot. Unwiderruflich tot. Muss neu anfangen.
Fände ich witzig. Habe ich den getroffen? Was ist denn los? Nichts geangelt? Hallo? Ist alles nicht so gut, hä? Immer wenn sowas kommt. Aber wir haben jetzt einmal angefangen. Dann könnt ihr mich auch mal. Wer nicht mit mir redet, sehe ich als Feind an. Ist irgendeine Maschine. Also neben mir. So, ist doch eigentlich nur am Rädchen drehen, oder nicht? Nein, es ist zu, das verstehe ich schon, aber bedienen wir halt die Maschine erstmal. Gucken, was die so macht. Hat ja auch keiner was gesagt. Ich hätte die vielleicht nicht umbringen sollen, das sehe ich ein. Hier ist ein fetter Tresor. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Aber mal rein theoretisch. Was passiert, wenn man da drauf schießt? Gar nichts. Okay. Können wir hier drin sonst noch irgendwas machen? Alter. Vielleicht ist Valentin deswegen so super mad, weil wir seine Anbeter die ganze Zeit töten. Das kann durchaus sein, aber dann ist Valentin halt mad. Dann mache ich eintreten. Nein, wir brauchen Strom. Valentin ist sauer. Verständlich. Können ja auch nichts machen. Brauchen Benzin. Wir brauchen einfach Benzin. Naja, wollen sie ja hier auch nicht tot machen. Valentin. Es tut mir echt leid, Valentin. Valentin, ich liebe dich. Das darfst du nie vergessen. Ach kommt. Ich hab euch doch erst umgehauen. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, dass man von hinten kommt. Wir versuchen einfach mal durchzurennen. Vielleicht mal gucken, was passiert. Hi. Ich kann nicht sprinten. Ihr hört es wahrscheinlich am Herzschlag. Ich will auch nicht nach hinten gucken. Das geht immer böse aus. Nie nach hinten gucken. Nie. Hi. Ja, dich haben wir schon mal gelootet gehabt, ne? Lass mich mal kurz gucken, wo ich hin muss. Darüber, alles klar. Mitkommen, Leute. Mitkommen. Seht ihr, da haben wir nämlich nicht reingeguckt. Das wusste ich nämlich. Deswegen sind wir hier nochmal hergekommen. Schubidubabarada. Was ist denn hier drüben eigentlich so?
gehen ja unten ordentlich ab. Da oben ist auch ein Feuer. Ist hier echt nix? Ja, nehmen einfach nochmal die Rutsche. Der unten ist bestimmt grandioser Loot, das kann ich mir alles durchaus vorstellen. Aber sind wir mal ehrlich. Wollen wir darunter? Ja. Haben wir genug Munition dazu? Nein. Das klingt, als würden die genau auf mir chillen. Warum nehme ich den Kran und nehme den Haken und mache damit alle platt? Voll schade eigentlich. So, und jetzt? Komme ich jetzt hier nicht mehr lang? Ich wollte doch nur die Rutsche nach da drüben verwenden. Da müssen wir eins nach unten. Ich weiß doch auch nicht. Mir redet ja nie jemand. Wir müssen eins nach unten. Aber ich komme hier nicht eins nach unten. Oh Mann. Also, kurz gesagt, hier geht's jetzt nicht weiter. Oh, ja. Na, Sigi. Ich bin mir sehr sicher, da geht's weiter. Das war gar nicht mal so klug. See ya. Ist ja eigentlich echt schön. Blauer geht mir ein bisschen auf den Keks. Zurück zum alten, zur alten Frage. Kommen wir jetzt hier hoch? Hauen die jetzt ab. So. Die ist da. Ich bin nicht einig, ich kann hier nichts machen. Nix, ja, dann niente. Ich habe mich verlaufen. Ich will mich hier durchballern. Da ist schon mal keiner drin. Den Hammer. Na komm, still halt. Ein Treffer. Die Waffe zielt halt überall dorthin, außer wo sie hin soll. Ist halt immer ein bisschen schade. Der weiß nicht, wo er hin soll. Na komm. 42 Schuss. Könnte knapp werden. Aber wenn wir jetzt sowieso einmal... Der war 1A. Der war... Muah. Ich komme hier auch nicht vorbei. Was sind die denn? Da kann ich dich nicht erschießen. Dich da! Bleib stehen! Ja. Wie so ein Frosch. Kommt ihr alle hoch, oder? Alter. Ach so, da bist du. Wir machen jetzt alle platt hier. Wir sind heute offiziell auf Mutantenjagd. Sind jetzt hochgeklettert?
Sweden Boys. Ach. Das wusste ich, dass das hier ist. Oh. Fuck off. Bin ich ja sicher für euch? Hast ihr Grena? Hast du auch Grena? Der war effektiv. Der da hinten hat sich das Bein gebrochen. So. Wo ist er denn? Nehmen trotzdem mal das Ding in die Hand. Wir erkunden einfach mal, was hier noch so ist. Das machen wir einfach mal. So, Pilze. Ich klaue deren Pilze. Das könnte auf meiner Liste ganz oben stehen. Sachen, die echt schief gingen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe Mutanten beklaut. So, noch irgendwas? So. Ich habe den Loot hier ganz anders eingeschätzt. Hier irgendwas bricht brutal Geiles findet. So ein... Weiß nicht. Auf jeden Fall was Geileres. Bisher haben wir ja eigentlich nur Blödsinn gefunden. Das war mal ehrlich. Ich will mich doch nicht hierher jagen und dann nicht... da gibt es noch einen Untergrund. Ist da das geile, geile Stuff? Nehmen wir einfach mal hin. Hallo. Ich habe eine Grundidee, dass das echt eine ziemlich dumme Idee ist. Spontan, ja. Fall um. Oh oh. Yeah.